gestern Morgen. 3000 Beamte deutschlandweit, 25 Festnahmen, 150 Durchsuchungen, auch in Rheinland-Pfalz. Eine Gruppe sogenannter Reichsbürger soll Pläne geschmiedet haben, bewaffnet in den Reichstag einzudringen und eine neue Regierung einzusetzen. Bereits im Ahrtal war einer der jetzt Festgenommenen aufgefallen. Der ehemalige Bundeswehroberst hatte dort eine angebliche Kommandozentrale aufgebaut. Das hat in dieser Gruppierung den Eindruck hervorgerufen, wir können die Dinge besser als der Staat. Wir sind effizienter und wir sind entschlossener. Und das hat viele zueinander gebracht, die sich über diese Fluthilfe kennengelernt haben und dann leider in die Richtung gekippt sind, dass sie gesagt haben, diesen Staat, so wie er ist, den wollen wir nicht mehr. Der Ex-Soldat wurde gestern im Italienurlaub verhaftet. Noch Ende November hatte er von hier eine zweideutige Botschaft veröffentlicht. Es wird nicht nur eine Zeitenwende kommen, es wird ein Zeitenumbruch kommen und es wird die nächsten Wochen kommen. Und ich hoffe sehr, ich kann es natürlich nicht garantieren, dass es vor Weihnachten kommt, und zwar vor Weihnachten 2022. Sogenannte Reichsbürger, das sind Menschen, die das Deutsche Reich zurückwollen. Besser gesagt, das Kaiserreich von 1871. Und sie glauben sogar, dass es ganz formal noch existieren würde. Die Demokratische Bundesrepublik dagegen lehnen sie ab. So soll auch eine Gruppe um die ehemalige Mainzer Religionslehrerin Elisabeth R. gedacht haben. Hier ein Foto von ihrem Lehrerkollegium vor etwa 40 Jahren. Bereits im Oktober wurde sie festgenommen. Die Ermittler schilderten uns ihre Eindrücke. Ermittler schildern mir, dass sie extrem wortgewandt, extrem entschlossen die Sache vorangebracht hat und völlig felsenfest überzeugt gewesen ist, dass das richtig ist. Es sind schwerwiegende Vorwürfe. Laut Bundesanwaltschaft wollte diese Gruppe während einer Live-Fernsehsendung Gesundheitsminister Karl Lauterbach stellvertretend für die ganze Bundesregierung vor laufenden Kameras entführen. Dass sie dafür unter Umständen seine Personenschützer töten müssten, habe die Gruppe in Kauf genommen. Durch Sabotage und mit Sprengstoff hätten Stromtrassen und Umspannwerke zerstört werden sollen, um einen zweiwöchigen Blackout in ganz Deutschland zu bewirken. Die Gruppe soll davon ausgegangen sein, dass ein anschließendes Chaos bürgerkriegsähnliche Zustände in ganz Deutschland auslösen würde. Diesen Moment hätte man nutzen wollen, um eine Verfassung nach dem Vorbild des Deutschen Kaiserreichs von 1871 und eine entsprechende Regierung einzusetzen. All das soll durch die ehemalige Mainzer Religionslehrerin Elisabeth R. angetrieben worden sein. Ich habe aus Ermittlungskreisen gehört, dass man diese innere Überzeugung ja schon kannte während der Ermittlungen, dass man aber nach der Festnahme erstaunt war, dass man es dafür, dass sie 75 Jahre alt ist, mit einer extrem trainierten, muskulösen Frau zu tun hatte, die nach meinem Eindruck einige Leute auch tatsächlich bei den Ermittlungsbehörden beeindruckt hat, ob ihrer Leistungsfähigkeit. Wir treffen einen ehemaligen Schüler von Elisabeth R. und fragen, ob sie schon damals radikale Tendenzen zeigte. Er hat andere Erinnerungen an seine ehemalige Religionslehrerin. Sie war auf jeden Fall eine markante, eine auffällige Persönlichkeit in der Schule. Immer auffällig geschminkt, auffällige Frisur, immer in hohen Schuhen. Also ihr Unterricht ist mir komplett unpolitisch in Erinnerung. Also da ging es wirklich nur um das reine Thema Religion. War aber mit Sicherheit nichts, was in irgendeiner Weise rechts- oder reichsbürgermäßig da einen Anschein hatte. Umso erschreckender dann, als er von ihrer Festnahme vor 2 Monaten hört. Also es war für mich absolut schockierend. Also ohne bösartig zu klingen, aber es gab damals schon einige andere Lehrer, die sicherlich auch in Schülerkreisen ja, mit dem einen oder anderen in Verbindung gebracht wurden, zu Recht oder zu Unrecht. Aber mit Sicherheit zu allerletzt unsere Religionslehrerin. Elisabeth R. sitzt jetzt mit ihren 4 Komplizen in Untersuchungshaft. Ein Kontakt mit ihrem Anwalt war uns bisher nicht möglich. Doch wie kann es überhaupt zu einer solchen Radikalisierung kommen? Unser Experte nennt eine mögliche Ursache. Die Corona-Pandemie war ein großer Einschnitt im Leben von vielen Menschen. Die Flut im Ahrtal, der Krieg in der Ukraine, das sind Dinge, die viele Menschen wirklich in ihren Grundüberzeugungen erschüttert haben. Und das führt dazu, dass unter diesen Eindrücken der aktuellen Ereignisse manche Menschen sehr, sehr schnell ihre Überzeugung ändern und aus durchaus überzeugten Demokraten auch zu Staatsfeinden werden können. Die Gleichgesinnten finden sich heutzutage schnell im Internet. Auch die Gruppe, gegen die gestern ermittelt wurde, hatte offenbar Kontakte zu Elisabeth R. Allerdings soll sie ihnen zu unberechenbar gewesen sein.
Trotzdem, unter dem Einfluss aktueller Ereignisse wie der Corona-Pandemie könne so eine Radikalisierung binnen Wochen oder sogar Tagen ablaufen, sagen uns die Ermittlungsbehörden. Deshalb muss das immer ernst genommen werden. Natürlich kann man jetzt leicht sagen, das ist alles nur ein Mut, den man in einer Chatgruppe im Internet hat. Maulhelden, die etwas sehr ernst meinen, können zu real gefährlichen Tätern werden, wenn sie die Waffen und die Möglichkeiten haben, ihre Pläne dann tatsächlich umzusetzen. Allein in Rheinland-Pfalz wird das Milieu auf etwa 850 Personen geschätzt. Etwa 100 davon gelten als gewaltbereit. Die Sicherheitsbehörden werden hier also auch weiter genau hinschauen müssen, um Schlimmeres zu verhindern.